in dieser Season ist er uns sowieso wie die Schnellstmaus von Mexiko davon gelevelt. Das ist doch überhaupt... Doch, das stimmt schon. Aber du hast aufgeholt, Blubberchen, ja. Und zwar richtig krass. Ja, gehen wir mal wieder zurück, ne? Jetzt haben wir auch die letzte Seite, also. Aber hier ist ja auch noch eine Tür. Die Tür ist verschlossen. Finde ich jetzt schon kacke auch. Aber ich glaube, dann müssen wir jetzt wohl hochgehen. Ja, dann gehen wir mal wieder. Dann geben wir jetzt mal die Seite ab. Die Seiten, alles. Alles haben wir ja jetzt. So. Gehen wir mal wieder. Tschüssi, das waren also die krassen Katakomben. Aber die Seite wurde ja dann gefunden, oder nicht? Weil sie lag ja auf dem bösen Altar. Hä? Okay. Egal, wir haben es gefunden. Ist ja wurscht. So, da sind die Edelsteine. Ja, dann tschüss. Ibn 31, ich weiß ja nicht. Ja, das gilt auch nicht. Das gilt auch wirklich nicht. Das geht doch nicht, Wolf. Echt, das gilt nicht. So, Tür öffnen. Öffnen! Wie Wahnsinn, wie weit es da noch runterging, ne? Wir müssen wieder hoch. Oh, oh, ich dachte, es kommt eine Cutscene jetzt. Krass. Aber die Kameraperspektive ist andersrum. Ich lass mal die Keule draußen, wa? Wieso ist es jetzt andersrum? Ich meine, das ist cool. Dass wir jetzt das so rumsehen dürfen. Das sieht auch voll nice aus. Allgemein, die Level sind wirklich schön designt hier in dem Spiel, finde ich. Die sind echt cool. Die wissen sich auch in Szene zu setzen, so von den Kameraperspektiven her und so weiter. Das ist schon ganz cool gemacht, echt. Ich mag das Spiel. Das Spiel ist so gut, echt. Okay, dann gehen wir hoch. So. Mal sehen. Kriegen wir wieder eine Cutscene hier? Nee, ne? Okay. Hier speichere ich jetzt aber trotzdem. Fantastisch. Schießsteiger. Hallo, hallo, ich habe Dinge gefunden. Jetzt geht's Brother los. Andrew suspected Augustine all along. I managed to find remnants of his journal and it all points to Augustine's involvement. Ich habe gar nichts gemacht. Gar nichts. Inside the cathedral. Aye, the cathedral's dark secret has been uncovered. I too suspected this, but was too afraid to act. Augustine himself is a heretic. He has covered his tracks well, claiming that the sacred relic, the hand of Jude, was stored here. He had those who came to see it murdered. The hand of Jude never existed. And with that realization, the trap closes, brother. My days here are numbered. I awoke to find this cruel dagger placed upon my pillow this morn. It can only mean one thing. I know too much, and they are moving to silence me. I can only hope that what little faith I have left is enough to save my soul. Please, take this thing away from me. Its very sight troubles me to no end. May your faith protect thee, Brother Luther. For that's all you have. Da war ein grünes Licht hinter dir. Naja, okay.
Paul wurde ein Opfermesser überreicht. Das Messer ist ja ein richtiges Opfer. Ja, so ist es also. Ja, das war ja klar, haben wir ja gelesen quasi, dass es die Hand des Judas gar nicht gibt und so weiter. Ist ja auch, es ist ja jetzt keine Überraschung mehr. Also es ist ja schon irgendwie klar. Das ist wirklich nicht mehr überraschend. Und er ist weg. Aha. Jetzt haben wir also ein Opferdolch. Super faszinierend. Okay. Wo muss ich damit hin? Wo muss ich damit hin? Opfermesser prüfen. Ein kunstvolles, langes Messer, mit dem Menschen geopfert werden. Das Böse, das von ihm ausgeht, ist so intensiv, dass Paul es nur mit Widerwillen aufhebt. Die Seelen, die dieses Messer geraubt hat, scheinen im Metall weiterzuleben. Das ist ja auch gar nicht gruselig oder sowas. Was? Die gibt es gar nicht? Nee! Krass, oder? Wer hätte das gedenkt? So. Dann. Wo kommst du denn her auf einmal? Was ist denn das jetzt? Nimm dies und jenes! Stirb! Du Ausgeburt der Hölle! Dürfen so Mönche eigentlich, dürfen die das Wort Hölle eigentlich sagen? Oder ist das auch schon tabu? Ach, wie schnell geht ihr denn plötzlich down? Tür öffnen. Aha! In meinem Schlafgemach! Sind Viecher. Könntest du die vielleicht auch angreifen? Wäre das so ein Ding? So, wäre das was? So. So. Was willst denn du noch? Schluss jetzt. Saubere Arbeit. Dann würde ich mich vielleicht doch einfach mal zufälligerweise ganz aus Versehen heilen. Ja, gut. Nee, auch wenn sie aus der Bibel zitieren kommt bei der Predigt, wenn Hölle vorkommt, immer ein Einspieler als Piepton. Ach, so ist es dann. Ja, dann. Ja, weiß ich ja nicht. Kann ja sein. Wer weiß. Sie dürfen bestimmt nicht viel fluchen oder bestimmte böse Wörter oder so oder vom Bösen. Ne, weiß schon. Bestimmt sind ein paar Wörter tabu. Ja. Könnte ja auch sein, dass hier je nach Religion oder je nach Mönchentum oder so, vielleicht darf man schon Hölle nicht sagen. Ich weiß nicht, hätte ja sein können. Alles, was einfach damit zu tun hat, wer weiß, wer weiß. Vielleicht gibt es da welche, die super streng sind. Und sagen, oh, meine Seele ist schon verloren, alleine wenn ich dieses Wort sage. Ich weiß nicht. Dürfen die dann auch einen Himmel und Hölle spielen? Dürfen die dann... Die dürfen das bestimmt nicht spielen. Nein, Mann, das ist bestimmt krass. Aber stell dir mal vor, immer so ein Piepton. Schön. Wir haben... Dolchus Maximalus. Wir speichern. Miep. Miep, 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 miep. Ich hätte gern... Soll ich mal das aus... Achso, okay, cool, geht nicht. Dann Fackel. Ich will ein bisschen mehr sehen. Ich weiß ja jetzt mal wieder nicht, wohin. Wir gehen einfach mal da rein. So intuitiv hat es mich hier hingezogen, aber hier ist nichts. Ah, lustig. Wir haben jetzt also einen Dolch. Wir könnten theoretisch wieder in den Keller. Stimmt. Nee. Ja, geht das Sinn? Der Dolch ist vom Bösen getränkt. Unten der Altar im Keller ist auch vom Bösen getränkt. Naja, vielleicht muss es ja doch dahin, trotzdem. Böses zu Bösem, I don't know. Wir gucken einfach noch ein bisschen. Könnte sein, dass es einfach
Auch Satan gehört. Hier sind erstmal Viecher. Ach du heilige Scheiße! Oder eher unheilige. Oh Gott, Scheiße. Okay. Sprüche. Schild. Grün. Hahaha, es hat nicht gewirkt. Cool. Dann. Also das von ihm. Es hat mich getroffen und es hat nichts gemacht. Haha, alles klar. Dann schön Mantorok, schön Streitkolben. Na dann komm mal her! Schluss jetzt, echt! Und jetzt nochmal Liste der Sprüche, Schild. Grün. Hey! Hey, das zählt nicht! Hallo! Aua! Geht's noch? Herrschaftszeiten, was ist mit dir, hä? Scheiße, echt? Ich muss hier raus! Bitte sei da niemand mehr drin. Oh, Gott sei Dank. Oh, holy moly. Scheiße, echt. Was wäre, wenn ich an deren Mauern vorbeispazieren? Highway to Hell. So müssen die dann in, alle in die Hölle, weil das Teil ihres Glaubens ist. Schwierig. Weiß nicht. Oh, Mann. Was Gecko will mehr sehen, das sehe ich nicht. Ich will ein bisschen mehr sehen können. Alter, so oft Leben am Limit heute. Ich mach's echt spannend, echt Wahnsinn. Wir sind aber bisher echt noch nicht verreckt. Das ist echt gut. Highway to Heaven. Eben. Heilen, ganz doll. Nochmal. Hast du gut gemacht. Ja, aber das Bumsvieh, das tut mich wieder One-Hit-Attack-Schmeck. Nee. Reicht schon Isolierung? Oder Schild? Raus da. Ja, jetzt wird wieder in die Fresse gekeult. Weg mit deinem Arm, du Stück Schlumpf! Schlumpf! Aua, mir geht's wieder nicht gut. Ich muss mal kurz wieder gehen. Hey, das war nicht schlecht, sein Arm ist weg. Okay. So. Dann wieder Erholung. Oder auch nicht. So rein kann die Kirche nicht sein. Gab doch auch diesen Priester in Amerika, der ein Rap geschrieben hat auf christlicher Ebene, wo er gesagt, cause Jesus Christ is my N-Word. Ist ein bekanntes Meme. Ah ja. Ja. Mhm. Ja, das stimmt schon manchmal. Amerika, ja, stimmt schon. Ja, irgendwie, das passt irgendwie wieder. Stimmt, die eskalieren manchmal in so voll die... Das stimmt, das ist ganz interessant immer. So. Ich glaube, ich zwiebel gleich mal die Isolierung rein. Es ist weg. Yo, hab ich's vorhin auch noch besiegt? Gleichzeitig aus Versehen oder wie oder was? Es ist weg! Ja gut, dann ist es jetzt weg! Okay. Faszinierend. Auch nicht schlecht.
Na dann. Was ist denn da passiert? Ist einfach nach Hause gegangen, hatte keine Lust mehr. Seine Schicht war rum. Hallo, hallo. Das war klar. Zack. Nicht schlecht. Finalschlag. Ja. Und dies. Sind also überall wieder Monstis aufgetaucht hier. Die wollten mich hier wieder aufhalten. Ja, ja. Ich glaube nicht. Ja, schau, ich glaube, wir müssen wirklich in den Keller. Ich glaube, wir müssen das einfach auf den Altar drauflegen tun, oder? Hey, ein Fangversuch, schön. Oha. Mai Mai hat das eingetauscht. Jetzt geht's aber los hier. 1000, bitteschön. Ja, Mai Mai. Krass. Gönn dir. Ups. Premierball sollte schon gehen. Dann gehen wir mal wieder runter. Mhm. Pokeballer. Pokeballer? Was? Okay. Auch gut. Was ist denn da für eine Tür eigentlich? So, da ist nichts mehr. Könnte ich mir wirklich bei Pokémon Blau und Rot wünschen? Nee. Ja. Wunschticket gibt's ja bald wieder, ne? Sobald wir zu Bug Bumble so kommen. Wird lustig. Da sind natürlich wieder ganz viele Viecher. Bam! Bam! Zack! Watz! Krachbomente! Jawoll! Und jetzt bam! Bam! Zack! Und jawollo! Weg damit! So, krass, echt. Boah, richtiger Wrestler, unser Paul. Das muss ballern! Oh nein, Trapper! Kann ich eigentlich einen Trapper wegtrappen? Geht das? Warte mal. Sprüche, Trapper? Weiß gar nicht, geht das? Hallo, kleiner Kerl. Kann ich den wegtrappen? Nee, geht leider nicht. Dark und ich haben gewonnen. Glückwunsch. Wie komme ich jetzt an dir vorbei? Ganz vorsichtig. Ganz vorsichtig. Ja. Ja. Ich bin gar nicht da. Ja, genau, so ist es. Hier ist niemand. Ihr müsst mich nicht wegtrappen. Ja, so ist gut. Tschüssi! Lustig! Paul, warum guckst du immer in die Kamera? Danke. Was? Liara ist wieder da. Hallo. Was habe ich verpasst? Alles. Wir waren hier voll in den Kerkerkatakomben, Bomben. Und dann haben wir den letzten Kristall gefunden und dann haben wir das oben abgegeben bei dem Typen. Und dann ist der verschwunden, der hat uns einen Dolch gegeben. Ja, und jetzt sind wir wieder hier unten. Ich schätze, dass ich den Dolch hier unten abgeben muss. Weiß nicht genau. Alter, was ist das? Und jetzt sind halt wieder Monstis aufgetaucht, oder? Monster Hunter ist wieder aufgetaucht. Das macht so Spaß, die Körperteile abzuhacken in dem Spiel gezielt. Klingt komisch, ist aber wirklich ein spaßiges Konzept, dass du wirklich die Körperteile anvisieren kannst und sagen, ja, so und so. Hallo! Herr hier. Hey, das ist der Kopf von Art Attack! Die Büste von Art Attack. Okay. Knack. Ich schätze, Paul will Augenkontakt. Ich aber nicht. Ich schätze. Ach, stimmt, hier ist ja auch noch so eine komische Tür. Oh, ist ja schon tot.
Ja, ich weiß nicht, kann ich hier das aufmachen? Kann ich hier den Dolch reinrammen? Oder was anderes? Was? Nee, natürlich nicht. Dann gehen wir hier mal hin. Schau, ich denke, was anderes würde mir nicht einfallen. Jetzt hör doch auf, immer da. Achso, nee, hier geht's noch weiter. Boah, das ist so ewig lang hier alles. Schau, und dann ist ja hier der Altar. Und da steht ja so, ja, krasse Geschichte. Hier ist voll viel Böses im Busch. Und dann kann ich ja das... Nein! Mit dem Menschen geopfert werden. Ja, schon, aber... Hä, wo soll ich denn dann wieder hin? Hier ist ja nichts und niemand. Was soll ich denn dann machen? Hä? Ja, das ist ja toll. Hä? Kann ich verzaubert werden? Ja, okay. Ich weiß es nicht. Ich... Hä? Wohin des Weges? Das ist eine sehr rätselhafte Kapitellage hier. Wir wissen gar nicht, was... Was ist denn das? Hoi! Ach! Ja moin! Das haben wir ja gar nicht gesehen. Da muss der Dolch rein. Auf einem Opferungsaltar liegt das Abbild eines Mönchs. Ein tiefer Spalt teilt seinen Brustkorb. Das Antlitz des Bildnisses ist das exakte Abbild des Kustos. Gusto, eine Inschrift besagt, erst wenn dein Freund sich zum Opfer gibt und seine Schreie die Luft erfüllen, erst dann wird die große Tür dir Einlass gewähren. Ja, dann rein damit. Zack. Okay. Das ist eine unerwartete Tür. Ich habe jetzt eher erwartet, dass diese Tür hier aufgeht. Aha. Okay, gut, der Molch mit einem Dolch geht auf die Polg. Was ist ein Polg? Das ist aufgegangen, ne? Dann wollen wir mal. Hallo, hallo. Schön, wie das du... Warum ist hier ein Zauber? Ein zerstörerisch knisternder Magiespruch versperrt Paul den Weg. Offensichtlich will jemand Eindringlinge in Schach halten und diese tödliche Magie hilft ihm dabei. Ja, dann müssen wir was Rotes sprechen. Nee, was Blaues. Wir müssen irgendwas sprechen. Leute, spricht mal was. Sprecht mal einen guten Zauberspruch. Erstmal muss ich mich erholen. So, dann müssen wir mal was Tolles sprechen, oder? Avada Kedavra. Sesam, öffne dich. Oder Mai Mai, Quatsch, Cortana erzählt uns einen Zauberspruch. Das ist auch okay. Gucken wir mal. Erzähl einen Flachwitz. Tut mir leid, darauf habe ich keine Antwort. Krass! Erzähl einen Flachwitz! Was ist gesund und kräftig und spielt den Beleidigten? Ein Schmollkornbrot. Okay. Gut. Ein Schmollkornbrot. Sehr schön. Alles klar. Also diese haben noch nicht gewirkt, leider. Avada Kedavra hat leider nicht funktioniert. Sesam, öffne dich auch leider noch nicht. Müssen wir mal schauen, ne? Ich glaube, es ist eine 5-Punkt-Spruch. Lass mal sehen. Prüfen. Ist... Nedlek und Red Gormor. Nedlek und Red Gormor? Okay. Neuer Spruch. Red Gormor.
Ach, zweimal Stärke. Aha. Ach, meine Fresse. Zweimal Stärke muss rein. Ja, dann ab geht's. Jetzt aber raus damit. Benz. Tschüss jetzt. Geil, unser erster Fünferspruch. Da muss zweimal die Rune Stärke rein. So ist es. Ja, nice. Jetzt, ja, dann neuer Spruch direkt. 5 Punkt. Rot. Schutz. Projizieren. Stärke. Oh. Nee, nicht ganz. Okay. Neuer Spruch. 5. Nee. Schutz. Selbst. Stärke. Ist ja stark. Echt so. Was ist mit diese Biene, die ich meine? Die heißt Liara. Der Spruch wirkt sicher. Der hat, glaube ich, geholfen gerade. Ja. Jetzt ist es raus. Dann Kreatur, Areal, Stärke. Nein, okay. Warte mal, Liste der Sprüche. Aufhebung. Wir haben Trapper, wir haben Erkennen, wir haben Erholung. Wir haben Erholung, das ist Narokat und Santak. Und dann Stärke. Mega geil. Stark Industries. Ach so. Mei, überall hat Iron Man wieder seine Finger im Spiel. Wahnsinn. Ist das jetzt auch wieder eine Erfindung von Iron Man hier? Von Tony Stark, oder? Hat der das schon wieder erfunden? Wahnsinn. Überall seine Finger im Spiel. Schlimm. Cool. Isolierung haben wir jetzt auch. Oh Mann, dann wäre das ja auch alles stärker auch prüfen. Das wäre dann Bankorok und Redgomor. Bankorok. Redgomor und Stärke. Mega geil. So, jetzt noch magisches Item. Können wir wahrscheinlich auch noch stärker machen. Dann machen wir ein magisches Item noch. Antorbok und Magomor. Antorbok und Magomor und Stärke. Nice! Was ist los hier? Dr. Strange hat ihm bestimmt geholfen. Ich glaube auch. Das könnte echt eine Mischung aus Dr. Strange und hier Iron Man sein. Hier. Die haben das dann gemacht hier mit den Runen und so. Das ist dann der Plot-Twist am Ende des Games auch. Wir treffen dann auch auf Dr. Strange. Oh, so bescheuert, echt. So, direkt speichern. Oh, jetzt haben wir richtig geil neue, krasse Zauberhaftigkeiten. Wahnsinn. Und jetzt holen wir mal unsere Fackel wieder raus, ne? Sehen wir mal ein bisschen mehr.